Das FMR-Forum hier in Osnabrück ist für uns eine der Schlüsselveranstaltungen und ich finde, als Anbieter müssen wir hier präsent sein, um mitzubekommen, was läuft in dem Markt, was sind eigentlich die großen Themen. Also für uns ganz klar eine Schlüsselveranstaltung. Für uns ist es immer eine gute Gelegenheit, den Finger am Puls zu haben, am Puls der Industrie, am Puls der Qualität und der Fehleranalyse. Wir treffen hier auch viele Bestandskunden und bleiben somit einfach gut im Kontakt. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist einfach, dass wir hier direkt aktuelle Trends und Entwicklungen wahrnehmen können. Dann natürlich uns auch rechtzeitig mit den Themen befassen können, um unseren Kunden und Anwendern dann auch praktische Features mit an die Hand zu geben, um ihre FMEA-Prozesse zu unterstützen. Die Menge an FMEA-Experten hier zu sehen und vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Sichtweisen der FMEA-Experten hier zu sehen und zu hören, vor allen Dingen zu hören, das ist hochinteressant. Interessant war auf Basis dieser 6 Hypothesen, die ausgegeben wurden, da gab es dann auch entsprechende Antworten und auch der Vorstellung der Aussteller, hatten wir eine Resonanz am Stand, die sich dann halt sehr stark auch auf die Themen Wissensbasis, Zeichnungsintegration ist immer ein Thema, oder auch dem strukturellen Vorgehen im Gegensatz zu dem Excel-basierten Vorgehen. Das waren so die Trends, die sich an Fragen bei unserem Stand abzeichneten. Also ich kann mich nicht über mangelnde Arbeit beschweren. Schön, also für mich ist es ein erfolgreiches Event hier. Also es war definitiv keine verlorene Zeit, sondern eine sehr produktive Zeit hier sogar. Ja, auf jeden Fall die inhaltlich sehr, sehr guten Gespräche, die überzeugen hier auf dem FMEA-Forum, weil hier natürlich das geballte Methoden-Know-how vorhanden ist. Und das zeichnet hier auch einfach das FMEA-Forum in Osnabrück von Dietz Consulting aus. Ja gut, wir leben vom Austausch. Ja? Das heißt, wir suchen das Gespräch. Wir sind natürlich stolz auf unsere Software, wir zeigen sie. Wir haben gerade einen neuen Stand, gerade unsere Kunden waren sehr daran interessiert zu sehen, wie funktioniert das. Die, ja, ich nenne sie die FMEA-Gurus, gucken immer wieder gerne vorbei und sagen, wie geht das denn jetzt, wie weit seid ihr? Es ist klar, ein CAQ-Anbieter muss sich dramatisch schnell verändern, um diesen Veränderungen auf dem FMEA-Feld Rechnung tragen zu können. Da gab es viel Gesprächsbedarf und wir sind froh, dass eben die Besucher, die Teilnehmer auf uns zugegangen sind und uns befragt haben auch. Es gab reichlich Austausch. Ich bin überrascht, dass in dieser kurzen Zeit, man hat ja nicht viel Zeit in den Pausen sich zu unterhalten, aber wir hatten dort sehr intensive Gespräche gehabt. Absolut, so eine Veranstaltung darf man sich nicht entgehen lassen. Wie gesagt, gerade mit diesem geballten Methoden-Know-how ist das hier sicherlich die Veranstaltung, auch wo man ins Gespräch kommt, wo man die neuen Trends und Entwicklungen als erstes wahrnimmt. Ich freue mich auf das nächste Jahr und ich werde zwar keine 14 Jahre mehr hier schaffen, aber ich hoffe, dass ich so die nächsten 5, 6, 7 Jahre hier sein kann, um dann auch weiterhin diese Gespräche führen zu können, die einen wirklich auch weiterbringen. Ich antworte mal mit Asterix und Obelix. Wenn uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, dann sollten wir eigentlich wieder dabei sein.